Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge LS22 Frontiers, mein Lieben. Wir sind immer noch im Drescher unterwegs, ich bringe die Anhänger zurück. Und es gab jetzt eine Einigung, wir verkaufen jetzt den ganzen Spaß hier. Kontostand ist notiert. Dann schauen wir, was es an Strafe gibt und dann ist am Ende der Kontostand so, wie der abgeschlossene Auftrag gebracht hätte. Nachteil ist halt ein bisschen, wir hätten natürlich ein klein wenig Gewinn gemacht wahrscheinlich, weil wir mehr Getreide gehabt hätten, als wir gebraucht hätten, aber jo, ist halt so. Ist halt so. Wir gucken mal, was wir als Strafe bekommen. Ja. Jetzt haben wir nochmal 9k bekommen. Ich habe hier noch einen 33%. Das ist jetzt kurz. Hast du jetzt einen Drescher dran oder was? Ja. Ja, ja, ja. Wir hätten einen Feldseenauftrag 38. Annehmen, annehmen. Mal annehmen. Ist bei uns. Schon allein wegen dem Traktor. Mit Ausleihen? Ja, na klar. Dass wir die Maschinen kriegen. Was machst du, Jan? Ich fahre ja mein Gras ab. Ach, immer noch. Okay. Also ein Feld ist komplett fertig. Ja. Das zweite ist fast. Ach, ich kann mit dem Mähdrescher gleich noch verdichten, weil der wiegt schön viel, dann geht's schnell. Also da sind jetzt über 200.000 Liter aktuell drin. Im Keilsilo für die BGA. Oh, dann kippe ich das noch ab und dann checkt der Dominik ab, was da alles passiert. Achso, nee, dann ist der Drescher weg. Dann chill noch kurz. Ja. Lass mich noch kurz verdichten. Und die Anhänger heimbringen. Mach dann schon mal den anderen Auftrag, ne? Ja, mach das. Dafür muss ich aber ein bisschen Saatgut kaufen. So, da gab's nochmal Geld. Nochmal 4k. Wahrscheinlich zu. Achso, jetzt ist er zu. Wenn Dominik den Auftrag zu 100% macht, ist nächstes Mal der Traktor wieder weg. Ja. Stimmt, Dominik. Ja, aber wir brauchen ja auch nicht 4 Traktoren. Der Drescher sollte sich ja, den schließen wir nicht ab, den Drescher, wir brechen den ab. Aber warum eigentlich, Dominik? Was denn? Warum brechen wir den Drescherauftrag jetzt ab? Wir können ihn doch einfach stehen lassen. Ja, können wir. Dann haben wir einen Traktor, wir haben einen Anhänger. Und einen Drescher, den wir nicht verwenden können. Außer zum Verdichten. Aber dafür ist er ja auch gut. Und theoretisch unsere. Na, das dauert noch einen Moment. Was denn? Dass unsere Felder reif werden. Können wir ja damit nicht dreschen. Warum? Ja, weil er das nicht macht. Die Erntemaschinen funktionieren nicht auf eigenem Feld. Achso, okay. Den Trecker, den ich jetzt hier zum Beispiel habe, den bräuchten wir halt später nicht wieder. Was hast du da gerade? Ja, auch wieder in New Holland, also den gleichen, den wir schon haben. Ey, das ist aber nicht viel. Ich dachte, das Silo ist voll. Gut gestapelt. Hm. 230.000 Liter. 330? 230. Und 2 fuhren im Hochsilo. Gras? Ach, für die Schafe. Ja, für die Schafe. Ja, passt sehr gut. Das sind auch wieder... Das hatte ich vorhin 60 weggebracht und wir haben 12 eingenommen. Ich glaube, ja.
Sind auch wieder 48.000 oder 50.000 Euro. Das ist jetzt aber kacke. Wir können das Feld gar nicht kaufen, weil wir die Hirse dazu noch nicht haben. Aber unser Feld, Hirsefeld wird nach dem Hirsefeld reif. Da ist das bestimmt schon wieder weg, abgeerntet. So. Was denn? Marc ist mir gerade entgegengekommen mit dem Holzanhänger. Wo holen die denn das Zeug weg? Ich spiele jetzt seit 3 Jahren LS, aber mit einem Drescher stand ich noch nie im Fahrsilo. Ich schon, also ich habe schon mal mit einem Drescher-Fahrsilo gemacht. Aber das macht schon Sinn, oder? Also so ein Drescher macht auch mehr verdichten als ein normaler Traktor, oder ist der LS da nicht so pingelig? Ich glaube, beim LS kommt es da nicht drauf an. Ich glaube, Fahrgeschwindigkeit macht was aus. Also wenn du relativ langsam fährst, mach immer ein Tempomat auf 3 oder 4 km/h. Ob das Gewicht heutzutage eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Die Spielphysik will Gewicht im Silo. Das ist so, dann bin ich doch mit dem Drescher gut dabei. Mach den Korntank nochmal voll. Ja, fahr ruhig ran, Jan. Dann kannst du neben mir einfach abkippen. Okay. Mach BGAs und mach nach dem Häckseln zum Schluss mit dem Häcksler drüber fahren. Das habe ich auch schon gesehen, ja, dass sie mit Max da drüber fahren. Gut, was steht als nächstes an? Ernte und Geld sparen. Die Wiesen könnten wir nochmal düngen. Dünger steht hier, ja. Kann dann Jan machen, wenn er fertig ist mit Einsammeln. Das Holz ist alles weg? Holz ist alles weg, ja. Also wir könnten theoretisch auch, das Güllefass ist unser jetzt, ne? Ja. Da könnte man theoretisch auch mit den Gärresten düngen. Ja, dann macht das doch. Am 20.000 Liter, glaube ich. Sparen wir ein bisschen Dünger.
Ich weiß nicht, ob im Güllefass noch was drin ist, aber ich glaube nicht. Wenn, hätten wir ja wieder Platz in der BGA. Stimmt. Kannst du mal fragen, ob die noch was haben? Also. Ja. Nach der Nacht. Meine Firma hat da keine Probleme mit. Wir haben eine Pistenraupe seit 2 Jahren zum Schieben und Verdichten. Was ist eine Pistenraupe? Die hat doch gar keinen Bodendruck, oder? Also zum Schieben sind die Dinger, glaube ich, genial, aber zum Verdichten kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ja. Aber so ein Teil würde ich auch gerne mal fahren. Eine Pistenraube. Ja. Kannst du nicht 50k Hirse einkaufen, wenn es am billigsten ist, und ein Feld kaufen und dann höchstpreis verkaufen? Wo soll ich denn das einkaufen, die Hirse? Gibt kein Kaufsilo für Hirse. Kann ich höchstens bei anderen Leuten einkaufen. Tino hat schon gefragt, wann wir Zeug für ihn ernten. Das Verdichten dauert schon lange, ey. Ja, das ist... Wie viel ist denn noch auf dem Feld, Philipp? Jan? Eine Bar noch, so ein bisschen. Okay. Also das ist der letzte volle Anhänger auf jeden Fall. Okay. Die Spinnerei. Steht noch nichts da. Achso, das muss ich ausladen, glaube ich, ne? Aus dem Haus. Ne, das ploppt da ja auf dem Trigger doch raus. Aber dann produziert sie echt langsam. 409 Liter, die aktuell. Stoffe. Ja. Okay. Am schnellsten geht Verdichten mit einem 1050 Zwillingsbereifung mit Gewicht und Silo-Walze. Klingt auf jeden Fall. So. Ja. Verdichten. Wie viel Wolle-Input brauchen wir, um die Spinnerei voll auszulassen? Ja, sie ist ja voll ausgelastet. Sie läuft ja auf beiden. Sie läuft ja auf... Also, oder ist Wolle inzwischen leer? Nee. 620 Liter haben wir noch. Die ist halt einfach langsam. Ich mach mal die Schäfchen voll. Ja. Das ist der Rest, oder was? Das ist der Rest. 8000 Liter nochmal. Okay, dann kipp den Rest noch in die Dings. In das Silo.
Also nicht hier bei mir, sondern ins Hochsee. Ja, ins, genau. Dann werden die Felder leer. Jo, dann kannst du jetzt mit Sköllerfass anhängen und kannst da Gerreste streuen. Der Wiese. Okay. Beziehungsweise kannst du ein bisschen Drescher fahren. Ich will mal ein bisschen Gerreste fahren. Okay. Ergo, wie viel Wolle müssten die Schafe in 24 Stunden produzieren, damit der Spinnerei 24 Stunden läuft? Das habe ich keine Ahnung. Kein Plan. Jo, warte. Wie viel haben wir denn gemacht eigentlich? 51%, na Mensch. Sag mal, ich muss mal näher von der Wand weg. Guck mal, die Hälfte habe ich gemacht. Ja, mach ich die andere. Ich glaube vor allem die zweite Hälfte ist einfach als die erste Hälfte. So, wo kriege ich jetzt Güllereste her? Gärreste her? Da drüben wahrscheinlich, ja. Sein Minifass. Naja, für seine Zwecke reicht's. Das Breite ist jetzt nicht so der Hammer. Hast du denn beide Wiesen mit dem, was wir haben? Mhm. Würde ich sagen, nicht. Ich schaff's ja mit einem Fass nicht einmal rum. Okay. Bei der einen Wiese. Das ist mal leer. Aber ist halt. Weil, was ich verkaufen macht, glaube ich, weniger Sinn. Oder? Die bringen 37 pro 1000 Liter. Dann kann man es auch kurz aufs Feld rotzen. So auch voran mit deinem Zeug da vorne. Ich? Ja. 70% hat er gerade gesagt. Ich fand ja dieses Zweiachser Joskin fast echt cool. 19er. Mhm. Ist leider nicht mehr. Die haben am Wochenende einen Feld gedroschen,
Da hat der Nachbarlandwirt Rundwein auf dem Nachbarfeld gemacht. Das war so ein bisschen am Hang. Der hat seine Weinen leider nicht so gut gestapelt. Runtergerollt. Ja, jetzt war so ein kleiner Irrgarten im Feld. Unangenehm. Ja, für den Landwirt auf jeden Fall, also für den anderen Landwirt auf jeden Fall. Dann sogar in der Zeitung. Ein Rundbein hat es auch fast in eine Nettofiliale geschafft. Stell das mal vor, da gehst du einkaufen, auf einmal Ding Dong. Ja. Hier, Bims, eins Rundballe. Keine Ahnung, wie viel 100 Kilo so ein Ding wiegt. Bei Stroh 300, 400. Das merkst du. Ja. So, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Machen wir was ganz anderes gemacht hier gerade. Ja, schaut gerne mal einen anderen vorbei, das ist in der Videobeschreibung verlinkt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.